Was geht, Leute? Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Takuya 2. So, kam jetzt eine Zeit lang nichts mehr. Ich habe schon angedeutet, es werden eher unregelmäßige Videos kommen. Deswegen sollte ich mich theoretisch nicht dafür entschuldigen, aber entschuldige ich mich jetzt einfach mal dafür. Es hat sich ein bisschen was getan. Meine Farmerin ist Level 90. Hatte ich im letzten Part schon eine King? Ja, hatte ich. Pistols habe ich ja im letzten Part gemacht. Habe ich ja gezeigt, so, die ist das. Dann mache ich jetzt mal mein Inventar auf, denn es ist einiges passiert. Und zwar war ich mit meinem Main auf der 110er Map ganz viel Farm. Bei den Mädchens da, die ich im ersten Part gezeigt habe und peinlichst verreckt bin, andauernd, habe ich mir diese Rezepte da gefarmt, die ich euch schon mal gezeigt habe. Mit denen habe ich mir dann dieses PVM-Zeugs hier gemacht, also den Helm, das Schild, das Armband und die Kette. Ich habe die Sachen jetzt mal extra nicht geupt, damit ich es euch, damit ich es im Video uppen kann. Ja, das Armband und die Kette habe ich nur geupt, damit es sich halt lohnt, wenigstens das zu benutzen. Nicht so wie den Helm und das Schild. Gehe ich jetzt mal ans Uppen. So, das Armband hier, das braucht auf plus 7 zweimal jede Perle. Moment, ich guck mal was. Präsenz. Warte mal. Hallo, Trottel. Junge! Hallo, Arschloch! Leck mich doch! Boah, Junge, du bist so ein Opfer, Alter! Ich werde euch jetzt nicht erklären, warum ich gerade so ausgerastet bin. Aber das ist... Wenn derjenige sich das Video anguckt, den ich meine... Junge, du bist ein echtes Opfer, Alter. Fertig. Derjenige sollte sich angesprochen fühlen. Kommen wir wieder zu meiner Farmerin. Das Armband braucht auf plus 7 zweimal jede Perle, klappt aber dafür 100%. Die Perlen, die könnt ihr auf der 110er Map bei den Mädchens farmen oder auf der Farm Map von den 90er und 80er, 85er Mädchens. Die haben, haben die ganzen Perlen als Alternativdrop. Moment. Hab ich lieber mit MS, wenn ich das down geht. Denn obwohl die Upgrade... Warte mal, hatte das gerade irgendwie 100%? Ja, dann hab ich lieber mit CG anstatt so einen MS zu verschwenden. So, dann Armbandkette plus 9. Bonis könnt ihr euch ja mal kurz geben. Habe ich einfach nur DB und TP Absorb gemacht. Mehr als ausreichend. Obwohl, die sollte ich eigentlich noch switchen. Das ist peinlich. Naja. Ja, und hier habe ich einfach nur 4 KTP, DB und Pfeildiff reingeswitcht. Sollte auch mehr als ausreichend sein. So, kommen wir zum Schild. 70% Abchance. Meiner Erinnerung nach sollte das relativ häufig failen. Ich versuche es jetzt mal bis plus 3 mit Segi. Und dann habe ich mit Metall, weil... So wie ich die Kette, das Armband und die Kette geerbt habe mit Segi... Vertraue ich dem Zeug nicht sonderlich. Obwohl es ganz schön fehlerfrei klappt. Ja, wenn ich schon eine 100% Chance hier habe, appel ich mit Segi. Anstatt ein Metall zu verschwenden, was man sich farmen muss. PVM, hä? Ich habe nicht genug Perlen. Das ist peinlich, ne? Das ist mega hart peinlich, Alter. Muss wieder farmen gehen. Ich dachte, ich hätte genug gefarmt. Ja, ne? Lol. Das ist fast peinlich, Alter. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, meine lieben Kinder. Ach, und eine Idee hatte ich noch, um Asynchronität vielleicht zu vermeiden.
Das ist ja ein auftretendes Problem, wenn ich mein Handy benutze. Werde ich einfach, weil davor, wenn ich so live aufgenommen habe, habe ich die Aufnahme halt nicht gestoppt, dass ich halt eine neue Aufnahme im Handy anfange, sondern ich habe einfach eine durchgehende gemacht, die ich zwischendrin pausiert habe. Deswegen werde ich jetzt die Aufnahme auf dem Handy komplett beenden, also stoppen, dass ich dann mehrere Aufnahmen habe. In der Hoffnung, dass es dann halt besser wird. Und so. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich war mal kurz auf der Farm Map. Medienmap, Entschuldigung. Habe ich ein paar Perlen gekauft. Ich habe es so gekauft, dass es 3-4 Mal fällen kann, der Helm. Das ist ja, was mir auf plus 9 fehlt. Und ich bin ein Vollidiot. Nein! Egal, dann mache ich das im Video. Ich habe vergessen, das zu switchen. Ich möchte nämlich möglichst überall Teufel drin haben. Weil halt. Weil ich kann halt. Das klappt ja 100%, oder? Moment. Ach, kann ich da draufziehen? Super. Brauche ich keine neuen Segis kaufen, unnötigerweise. Mal eben was gucken. Sorry für die Ablenkung. Warte mal, ist der Teufel? Nee, ist er nicht. Teufel, Pfeil aus welchem Angriffsspeed? Brauche ich Gift? Ich lasse jetzt einfach mal so. In der Hoffnung, kein Gift zu brauchen. Na, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Ich weiß. Ja, Teufel Ohnmacht bitte. Ist das so viel verlangt? Ach komm. Zwei gute Boni sind doch echt nicht so viel verlangt. Aber ich könnte schon. Lass ich. Teufel, Teufel. Teufel, Teufel. Teufel, so damit hätte ich 100 Teufel im EQ. Kurzer Beweis. Vor allem Boni. Stark gegen Teufel 100. Und zwar möchte ich euch jetzt, Sittle, nachdem ich mal eben kurz was geguckt habe, okay, möchte ich euch jetzt einen der beiden neuen Runs auf, wie heißt das Server, Tokuya 2 zeigen. Ich habe gar nicht vergessen, wie das Server heißt, also bitte sowas könnt ihr mir doch echt nicht unterstellen. Ja, zurzeit ist wieder Mondi-Event, die habe ich gedroppt. Zusammen mit dem XP-Ding hier. Den setze ich mal nach da unten, den werde ich sowieso gleich mal Main geben. So, dann teleportieren wir uns erstmal. Also ich würde euch einen der neuen Runs auf Takuya 2 zeigen. Das wäre der Aufstand der Zinnsoldaten. Wenn ich mich nicht recht entsinnen sollte, was auch nicht so ist. Dafür teleportieren wir uns zum Dämonenturm und ich sollte keinen Runtime-Error kriegen, weil ich mich schon oft dahin gepottet habe und ich krieg einen Random-Error. Oh. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder nach einem Runtime-Error. Ich habe mich von Dämonenturm geportet, was ich völlig unnötigerweise gerade wiederholt habe. Und zwar steht hier jetzt vorm Dämonenturm Yegal Tunseok. Ich bin mir gerade sowas von zumindestens 98% sicher, dass ich den Namen mega falsch ausgesprochen habe. Naja, belassen wir es dabei. Der Aufstand der Zinnsoldaten. Der Run ist für das Level so, ich sag mal, freigegeben.
Hallo Ixi Farmer Ixi, wir haben einige Informationen über die Zinnsoldaten erhalten. Sie sollen sich in einer anderen Gegend für einen Angriff auf uns vorbereiten. Sie sollen dabei von einem neuen, schrecklichen Herrscher angeführt werden. Ich denke, genau du kannst uns dabei helfen, diesen Angriff zu verhindern. Such dir ein paar Freunde zusammen und bekämpf die Zinnsoldaten und ihre neuen Anführer. Möchtest du es versuchen? Ja, ich muss es versuchen. Ja, das ist einer der besagten Runs. Und in diesem Run helfen euch, was stark gegen angeht, Teufel und Monster. Hier steht der GA. Ein Herz fürs Video, please. Da wünsche ich dir viel Spaß. hier steht der GA. Der hat mir nervige Leute vom Leib gehalten. Danke an dich, Hurricane, wenn du dieses Video siehst. Nein, das ist falsch. Falscher Smiley, Entschuldigung. Danke an dich, Hurricane, falls du dieses Video sehen solltest. Ich habe hier mit meinem Main vor dem Feuer der Macht kampiert. Kampiert. Voll wild in der Natur und so. Warte. Sehe ich nicht. Okay, egal. Was hat denn da gerade geschrieben? So, wer ist auf der Seite? Ja, okay. Der hat mir hier die nervigen Leute, die mir das Feuer klauen wollten, vom Leib gehalten, also dass ich den Run nicht machen konnte. Die hat er einfach gekickt, damit ich nicht ganz Zeit ein neues Feuer suchen muss. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön an den GA hier. Der leistet super tolle Arbeit. Also überhaupt das ganze Team leistet super tolle Arbeit. Und ich glaube, ich kriege jetzt schon wieder viel zu schnell. Jedenfalls, ich starte jetzt Run. Danke fürs Helfen. Viel Erfolg. Dankeschön. Ja, mein Main, Moment, warte, hat er hier irgendwas, was ich... Ach ja, stimmt, ich wollte, das hier noch dahin geben. Ja, das ist mal wieder wie immer ein gammeliger Part. Autopods sollte ich genug haben. Mundis droppen wir noch. Ah ja, ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe mir hier noch eine Perli und eine Himmelsschwindhalskette plus 9 gemacht. Zum Anbuffen halt. Ihr wisst ja Bescheid, so dass Anbuffen und so stärkere Buffs und so. Deutschsprache, Schwersprache. Können nichts mich artikulieren. Ja, jedenfalls. Ich wusste, ich habe was vergessen. Egal, damit ich mich jetzt nicht wieder Map 1 porten muss, mache ich einfach so. Das sollte schon gehen. Wo mache ich die Toast denn jetzt hin? Noch da ganz unten, ne? Das ist mal wieder ein völlig unbedachter Part, also der ist so richtig mega hart spontan. Ja, ich schätze mal, wenn ich guten Damage machen sollte, oder zumindest ausreichenden Damage, weil ich habe jetzt halt keinen Stab gegen Monster im 6. 7. Boni, sondern nur halt dieses PvM-EQ und das Gifty hier mit 46 DSS, 20 Teufel, 10 Crit. Ja, jetzt werden sicher alle rumflamen. Micke, du brauchst doch mindestens 50 DSS mit Stärke, ey. Junge, wenn dieses Gifty reicht, um die Metins down zu hauen, dann scheiße ich auf 4 DSS und Stärke, Alter. Dann reichen mir 46 DSS, 20 Teufel und 10 Crit. Ich meine, wegen 4 DSS switch ich das Ding nicht weiter. Das ist jetzt ernst gemeint. Das mache ich nicht. So, genug aufgeregt. Autopod mache ich mal an. Dann könnte ich meinen Main eigentlich wegschicken, weil der hat sowieso kein IQ und stirbt einen einfach instant, wenn irgendwas passiert. Wie lange halten die Sachen noch? 16 Minuten. Der Statuspunkt vielleicht noch. Ja, dann mache ich jetzt... Hallo? Nein! Scheiße, ihr seht gerade meine Einlogdaten. Moment. So, da bin ich wieder, Leute.
Der Server war gerade eben kurzzeitig down und wieso meine ich sowohl Furcht als auch Rüssi an? Man weiß es nicht. Habe ich alles angemacht? Ja. Und jetzt setze ich mich mal kurz ein bisschen gescheit. Okay, jetzt habe ich übertrieben. Ja, wie es aussieht, machen wir einfach, der macht 10k Crit Damage. Ey, was heißt dir, wie es aussieht? Das ist doch so. Ja, wir machen dann Feuer, der macht 10k Crit Damage, aber die Frage ist jetzt, ob gegen das Feuer Teufel was bringt. Ich bin mir gerade so verdammt sicher, dass ihr gehört habt, dass ich gerülpst habe. Wenn ja, dann tut's mir mal leid. Hey, dann tut's mir mal leid, ey. Also irgendwie werden hochgeportet. Irgendwie wieder aufmachen. Waffen. Hab extra das Zeug angelegt. Alles anmachen. Shit. Ich hab's hier kein Combo auf dem Char gelesen. Ich wusste es. So, mal gucken. Okay. Jetzt will ich mal sehen, ob ich sterben werde. Okay, wie es aussieht, machen wir 3k Damage. 3 10k Crit Damage. Sollte hoffentlich mal genügen. Sehen wir ja dann. Oh, ne Muni gedroppt. Nice shit, bra. Ja. Okay, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Wahrscheinlich hätte ich auch einfach alles pullen können. Ich meine, viel Damage machen die mir jetzt nicht unbedingt. Ich hätte wahrscheinlich einfach alles pullen sollen auf einmal. Statt hier zu warten. Warte. Das habe ich jetzt nicht gesehen, oder? Shiro als... Och Mann. Hey, wieso mache ich denn das jetzt? Ich habe doch gesagt, ich sollte alles pullen, ey. Bin so dumm, Alter. Ich bin wieder voll verpeilt. Ja, komm mal alle, bitte hier, bitte. Dankeschön. So, und jetzt, ich ficke euch alle in eure Popo. In eure kleine Popo. Wenn ihr mich nicht davor in meinen kleinen Popo fickt. Versteht sie. Bam. Fingerschlag. Geht ab. Ich habe den Damage nicht gesehen. Egal. Ja. Ah, oh, der Run. Hey, Migge, du bist voll deutsch-englisch, ey. Der Run. Der Run scheint jetzt zu laufen, ne? Also ich bin mir sicher, es gibt Leute, die schaffen den schneller als ich. Aber ich hab's nicht eilig. Ich hab jetzt Zeit. Da hinten stehen die letzten Mobs hier. Nee, gar nicht ganz. Ich sehe ja die Map nicht ganz. Wegen der Auflösung hier. Die ist ja dann teilweise verdeckt. Mondi getroppt, immer aufheben. So. Das wär's dann eigentlich auch mit der ersten, mit der ersten Ebene wär's es dann gewesen, oder? Nochmal das Buff-Equipment anziehen. Denn jetzt werde ich wahrscheinlich hochgeportet. Ja, genau, da war's. Hey Leute, meine Buffs sind noch an. Egal. Ich kann ja schon mal neu anmachen. Rüssi, geh aus. Rüssi, geh aus. Rüssi, geh bitte aus. Dankeschön. So, Schild raus. PvM-EQ anziehen. Schild wieder rein. So, und immer brav gucken, dass auch nichts ausgeht hier oben. Das sind lebenswichtige Funktionen, wie im menschlichen Körper. Die müssen alle anbleiben. Nein, Spaß. Nee, aber ich sehe hier halt immer so ab, ob grüner Pott und hier Drachengott-Items aus sind. Weil die bringen doch sehr viel mehr als manche zu denken vermögen. Nee, also die Sachen, die bringen echt viel und ich gehe mal davon aus, auch als Vaso werde ich sterben, wenn die Sachen aus sind. Deswegen ist es immer wichtig zu gucken, dass auch alles brav anbleibt hier. Jetzt müsste hier eigentlich schon... Ja genau, so ein Boss stehen. Setau Hauptmann. Stufe 4, nicht Boss. Okay. Mache ich dem genug Damage?
Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wirbel rein. Hauen. Wieder Schlag. Ja, der geht kaputt. Der geht kaputt. Der geht kaputt. Ich hau mal hier nebenbei die ganzen Seherinnen und die Bogies. Nur mal am Rande bemerkt, ne? Weil gegen den, warte mich, das Level hat der? 120, okay, den kann ich sowieso nicht giften. Jedenfalls sieht es wie ein 120 aus. So, was droppst du mir? Goldene Rune. Ein Item zum Verbessern von Gegenständen. Das ist sehr wertvoll. Jetzt haben wir erstmal Dolchen verwendet, okay. Kenne ich jetzt persönlich nicht das Item. Ich mache hier den Run hier gerade zum ersten Mal. Voll Premiere und so, in Video. Die Steine lasse ich jetzt mal liegen. Habe ich genug im Lager. Sind das da hier denn auch die letzten Mobs? Ja, okay. Wie lange hat es bis jetzt gedauert? 6 Minuten. Das ist auf jeden Fall schneller machbar. Ich überlege mal, soll ich vielleicht Musik hinterlegen? Hm. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich Musik hinterlege. Wenn ihr es euch... Ich wollte gerade sagen, wenn ihr es euch wollt. Wenn ihr es euch wünscht, kann ich gerne Musik hinterlegen. Wenn nicht, ja, kann ich auch ohne kommentieren. Bisschen ordnen hier, auch wenn alles ziemlich durchgewurschtelt aussieht. Alles kaputt. Lol, Kammer leer. XD. Warte, es hat gerade oh. Guck mal. Hä, ist der tot? Wieso nicht? Wieso liegen da Items drum? Weil wieso liegen da gerade Items? Finde ich jetzt aber ganz schön komisch. Achso, lol. So, angreifen lassen. Auch wenn er mich gerade nicht angreifen will. Lol, ich mache hier gar keinen Damage an dem Arsch. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich mache hier gar keinen Damage an dem Ding. Oh, am besten hat er auch noch diesen Schutz. Lol. Zauber da, dass er nur noch Hälfte Damage kriegt. Dann bin ich mir relativ sicher, dass ich den nicht kaputt krieg. Warte mal. Bisschen raus und dann sehe ich die Damage-Anzeige besser. Nein! Nee. Warte. Ja! Ja! Nein. Nein! Nein! Er hat den Death-Zauber. Scheiße. Ich habe das geguckt. Oh! Energiesplitter, verhexen, segnen. Okay. Hallo, heb's auf, bitte. Heb's auf, heb's auf, heb's auf. Heb alles auf. Okay, 6. 7. hinzufügen, switchen und Energiesplitter bekommen. Nice. Golden... Was steht da? Gestohlenes Gangsi. Ach, das sind diese neuen Mädchensteine da, ne? Cool. Also ich sehe das gerade zum ersten Mal, also ich spiele es gerade zum ersten Mal, ich habe es in einem Video mal gesehen von jemand anderem, der den Run aufgezeichnet hat. Angeblich haben die ja ziemlich viel TP und eine hohe TP-Regi, ne? Das werde ich jetzt für euch rausfinden. Ich nehme es zurück. Ich meine... Wie viel Damage kommt da raus? 8k? Ja, da kommen 8k Crit Damage raus, ne? Und der geht relativ gut kaputt. So, mal gucken, ob ich sterben werde, wenn ich die Bogies und Seherin leben lasse. Weil ich glaube sogar, ich habe keine Pferdeskills. Aber mein TP befindet sich ja dauerhaft im vollen Bereich. Ob es da auch bleibt, ist die Frage, ne? Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ein Spawn noch, ein Spawn noch, ein Spawn noch, ein Spawn noch. Komm, mach's kaputt. Ja, Mann. Alter, bei mir läuft hart, Alter. Bei mir läuft richtig hart, Junge. Bei mir läuft richtig Stier. Ich mach alles kaputt, Alter. Ich zeige keine Gnade. Ich wiederhole mich. Machen alle super schon. Meine Klinge ist aus. Nein, ich werde sterben. Nee, werde ich nicht.
Nee, ist meine Klinge aus? Ja, doch ist sie. Hey Leute, das Glitzern hier von der... Moment. Hier, gebt euch das mal. Das Glitzern von dem... vom Gift, die erinnert übel an verzauberte Klinge, ne? Nochmal alles anmachen. Wieder zum PVM-EQ wechseln. Jetzt ist hier was ausgegangen. Das sehe ich schon. Das sehe ich schon. Die halten 10 Minuten, ne? Ist alles wieder an? Nee, das hier nicht. Hä? Lol. Hat sich jetzt mein blauer Tau irgendwie festgebackt oder so? Ist ja mal scheiße. Ach warte, ich wollte ja wieder dann zoomen. Nein. Mundi. Wo ist meine Y-Taste? Da ist meine Y-Taste. Systemoptionen, na. X. Ja, wie es aussieht. Packt mein Farmer den Run mega, mega nice. LOL, gibt dir das? Ich hab 1700 Dev, ey, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ja, geht kaputt. Achso, der steht gar nicht mehr drauf, weil kaputt ist. Junge, wie komme ich auf so viel Dev? Bam, Alter. Schon mal Hälfte Mobs kaputt. Aber ich finde es mega nice hier, der Run. Der ist echt interessant. Auch, dass sie hier den Dämonenturm umgestaltet haben, weil ich schätze mal, dass es immer noch der Dämonenturm ist. Auch wenn die hier den Dämonenturm umgestaltet haben. Also gerade, dass sie den Dämonenturm umgestaltet haben, meine ich. Sieht mega nice aus, finde ich. Das ist jetzt auch nicht, was ich als too much abstempeln würde. Geht eigentlich, kann man sich schon geben, ne? Energiesplitter, braucht man zum Abend, habe ich schon gesagt. 6. und 7. Boni sind selbsterklärend. Könnte ich mal ins Gifty einfügen. Mal gucken, ob Monster drauf geht. Skills gehen eigentlich, gehen auch gleich aus. Warte, was war hier gerade für eine Meldung? Okay, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Oh Junge, Furcht ist so pornös, Alter. Die Hälfte der, Mobs trifft mich. Trifft mich nicht. Die Hälfte der Angriffe trifft mich gar nicht. Das ist mega hart. Das ist übel. Das ist übel Orgasmus, Alter. Mondlichtschatztruhe aufheben. Mobskill, Standard. So. Warte. Zieh es an. Jetzt steht da hinten noch ein Gegner. Wenn ich jetzt dieses Mädchen... diesen Mädchen hier haue, werde ich dann hochgeportet, obwohl da noch ein Mob steht? Weil dann würde ich jetzt in meinen kommenden Runs, die ich halt offscreen machen werde, ich werde halt nicht alle aufnehmen, vielleicht mal die Boss-Kills und Boss-Kills aufnehmen und hochladen so. Aber die ganzen Runs wahrscheinlich eher nicht mehr oder einen so beschleunigt mit Musik halt. Mal schauen, was die Zukunft bringen wird. Aber wenn ich halt die Säulen hier hauen kann, ohne dass ich die Mobs killen muss, dann mache ich das halt nicht, dann hau ich sofort die Säulen. Ich meine, meine Farmerin packt ja alles mega gut hier. Drachengott, Sachen gehen gleich aus. Nur mal am Rande erwähnt. Oh Junge, ich hab Schiss, dass ich jetzt sterben gehe. Weil das wäre jetzt mega peinlich. Ich überleb's. So, warte. Warten, dass alles wegspawnt. Ach, dunkler Herrschaft, da ist er ja schon. 130. Wie siehst denn du aus? Der Mob sieht ja mal mega nice aus. Dementsprechend viel hält es auch, aus. Aber ich gebe guten... Leute, hat er mich... Oh mein Gott, der hat mich mega nice gegiftet. G.
Okay, 10k Crit gebe ich dem gerade. Das würde jetzt mit Combo ganz schön viel schneller gehen. Dunkler Herrscher. Der sieht immer mega geil aus. So designt halt. Der Server glänzt ja mit ganz vielen neuen Mobs und neuen Maps und alles. Und was das angeht, haben die echt nicht gespart. Also der Boss hier, der sieht echt mega nice aus. Warte mal, ich könnte ihm ja mal einen Fingerschlag geben. Oh ja, ich weiß. Geh jetzt mal sterben, bitte. So. Und? Rote Rune, grüne Rune, blaue Rune. 6/7 hinzufügen. Switchen. Frostartefakt. Das braucht man, um dann später das Gift die weiter zu uppen. Moment. Ich ordne mal kurz. Warte. Ja, hier steht's. Xy Pharma Xy hat den Aufstand der 10 Soldaten bekämpft. Herzlichen Glückwunsch. Warte mal. Verbesserung von 2 Handwaffen, 1 Handwaffen. Sura. Okay. Verbesserung von 1 Waffen, Krieger Ninja Sura gebraucht. Ah, das da hier sind dann wahrscheinlich die Sachen, die ich brauchen werde. Für meinen Main. Ja, hier, ich wollte euch zeigen, hier seht ihr, dass ich mir so ein Eisschwert machen kann, so ein neues GPVM-Waffe. Brauche ich 3 von diesen Frost-Artefakten. Ich zieh mal eben Monster. Wo ziehe ich als nächstes Monster drauf? Runtime Error! Ich liebe es! Ja, ich denke mal, das ist das perfekte Zeichen dafür, die Aufnahme stoppen sollen zu müssen. Oder so. Ja, ihr habt gerade den Ice Run. Den Zin Run gesehen, den Aufstand der Zinnsoldaten. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ja, wie gesagt, wenn ihr mal wollt, dass ich wieder mit Musik hinterlege, dann kann ich das gerne machen. Dann schreibt ihr mir das einfach in die Kommentare. Dann mache ich das auch gerne. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.